Liebe Kunstfreunde zu Hause, herzlich willkommen im Röhrhahn-Museum in unserer neuen Sonderausstellung Zu wenig Parfüm, zu viel Pfütze. Hans Baluschek zum 150. Geburtstag. Wie es sich für so eine erste Folge gehört, möchte ich Ihnen natürlich zunächst den Protagonisten der Schau vorstellen, den Maler, Grafiker, Zeichner, Illustrator, Schriftsteller, Politiker, Funktionär, Ehemann, Schwerenöter Hans Baluschek. Dafür schauen wir ihm natürlich ins Gesicht. Hier sehen wir nun den Künstler in einem Selbstporträt von 1918. Eine absolute Ausnahme in seinem Gesamtwerk. Hans Baluschek wird 1870 in Breslau geboren und zieht das erste Mal als Sechsjähriger nach Berlin, genauer gesagt nach Kreuzberg. In seiner Kindheit muss er dort insgesamt fünfmal umziehen, immer in dem Gebiet zwischen Hallischem Tor und Cottbuser Tor. Mit 17 muss er Berlin zwar verlassen, kehrt aber direkt nach dem Abitur wieder zurück, um sich hier an der Akademie einzuschreiben und Malerei zu studieren. Das Studium beendet er 1893 und startet damit in eine auch für ihn ungewisse Zukunft. In dem Porträt hinter mir ist er bereits 48 Jahre alt und eine gestandene Persönlichkeit des Berliner Kulturlebens. Es ist auch das Jahr, in dem er aus dem Kriegsdienst zurückkehrt, eine natürlich auch für ihn traumatisierende und existenzielle Erfahrung. Und vielleicht auch die Antwort, warum gerade in diesem Jahr dieses Bild entsteht.